Und damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft, hier zusammen mit unserem lieben kleinen Bello, und zwar in der Episode, boah, wie weit bin ich, 25 oder irgendwie so, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall waren wir gerade dabei, uns eine Höhle zu suchen für, ja, wofür denn eigentlich, weiß ich nicht mehr, verdammt, ist schon bestimmt 10 Tage her, seitdem ich das letzte Mal auf dieser Map hier war. Deswegen sind meine Erinnerungen dahin so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verwelkt. Oder, naja, verwelkt trifft es nicht ganz, eher so eingerostet. Wobei, ja, doch, verwelkt, eingerostet trifft es eigentlich beides ziemlich gut. Egal. Ich hoffe, wir suchen wirklich eine Höhle. Oder? Das sieht aber stark danach aus. Ich meine, wir haben hier so viel Fackeln, wir haben auch schon ein bisschen Eisen. Dann müsste das wohl eigentlich drin sein. Hoffe ich wenigstens. So. Ja, ja, die Hühner, die lassen wir jetzt mal ein bisschen in Ruhe. Ausnahmsweise killen wir sie mal nicht. Vielleicht sind die Hühner ja nett und führen uns zu einer Höhle hin. Nice. Nice, 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 nice. Nice, komm. Wegbashen. Ja, zack, kurz noch ausleuchten. Wie geil ist das denn? Direkt an der Oberfläche, zack. Etwas ein richtig geiles, geiles Ding. Obwohl, ja. Diamanten könnte sein. Genau, für Netherportal. Ah. Könnte ich mir zumindest nicht vorstellen. Wie gesagt, meine Erinnerungen sind nicht mehr existent. So. Wieso ist denn das so hell? So. Viel besser. Jetzt noch ein paar Mozy Stones mitnehmen. Man weiß ja nie, ob man sie mal benutzt. Für Ruinen sind die ganz geil. Oder für größere Ruinen. Also wie viele hier auch von den Dingern rumliegen. Normalerweise ist das immer nur so, ja, ich würde mal schätzen 70% Mozy Stones, aber hier ist ja 90%. Also des Bodens jetzt. Die Wände sind sowieso immer aufs Cobblestone. So. Oh ne, meine Spitzhacke ist fast kaputt. Nein! Nicht Spitzhacke! Bello schiebt mich auch nicht. Oh, Bello hat mich gar nicht geschoben. Hat sich so angefühlt. Weil ich das ja auch genau fühle, wie ich hier in Minecraft rumgeschoben werde. Das fühle ich am Rücken, wenn ich von nach vorne geschoben werde. Mhm. True Story, sage ich dazu nur. Hier ist auch noch ein Pilz drin. Das ist ja hier echt ein geiles Dungeon. Und Bello, wie wir ihn kennen, rennt erstmal vor meine Spitzhacke. Er hat Glück gehabt, dass ich ihn nicht geschlagen habe. Also natürlich aus Versehen. So. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt wirklich in die Höhle gehen will. Weil ich habe jetzt auch so einige schöne Team vorbereitet. Naja, ich weiß, in der Höhle kann man, glaube ich, nicht ganz gut bequatschen. Wobei ich jetzt eigentlich auch Lust hätte auf Höhle. Weil Höhle ist ja mehr so Atmosphäre und nicht die ganze Zeit so quatsche, quatsche. So sehe ich das zumindest. Moment, dann mache ich mal kurz den hier und nehme mal die Höhlen-Playlist und dann geht's los. So, go, go. Ah, das ist schön Eisen. Nice, nice, nice. Ich glaube, diese Höhle gefällt mir. Da gebe ich einen Daumen hoch. Moment, hier geht's runter, runter. So. Sind wir auch schon fast unten. Mit Monstern sind aber angeschaltet, ne? Jo. Alles klar. Was wir auch mal im Sinne dessen machen könnten, so im Sinne des Monsters anschalten. Monster anschalten, nicht der Plural, das davon. Hallo, manchmal liegt es auch drauf an, ne? Wir könnten mal so ein bisschen hier am Schwierigkeitsgrad drehen und hier ein bisschen auf hart stellen, weil ich meine, wir haben eine Eisenrüstung und so. Und sonst. Du willst, dass ich die schlage, oder? Also, ich wollte gerade sagen, weil das sonst ein bisschen, ja, zu einfach wäre schon. Und das wollen wir nicht, weil ist ja gar kein Nervenkitzel. Da werden unsere Nerven ja gar nicht gekitzelt. Ah! So kitzlig. So. Alter, ist ja viel Kohle.
Bam. Da werde ich hier ganz kohlig von. So ganz schwarz an den Händen. Wust. Wegen der vielen Kohle. Genau. Mhm. Das ist die Erklärung, die ihr hören wollt. So. Ich mag die Spinne nicht. Hoffentlich greift die mich nicht an. Oder vielleicht macht Bello auch die Spinnengeräusche und will uns so ein bisschen verarschen. Was natürlich im Rahmen der Possibility wäre. Alter, geht's hier tief runter. Bello verspricht mir, dass du nicht runterfällst, sondern runtergehst. Kannst sowieso runterfallen. Und wahrscheinlich sterben. Gott, ist das tief. So. Muss ich nicht runter diggen? Mein Dig. Na. Too easy. Das Wortspiel. Ach Gott. Will ich da überhaupt runter? Das ist ja Lava. Scheiße. War grad Bello unten? Oder? Ach, da ist er. Hallo Bello. Da lang und immer weiter runter. Bis ganz zum Ende. Oh, 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 oh. Okay, da ist ein bisschen Lava, aber ich weiß jetzt nicht, ob mir das so großartig hilft. Ich erkunde mal lieber erstmal noch ein bisschen. Ach, Bello, bist du jetzt runtergefallen? Ach, Bello. Das macht man doch nicht. Das ist gegen die Normen der Gesellschaft. Und so viel, ich gehe erstmal hoch. Okay. Dann bleibe ich mal da unten. So. Hier, zack, Eisen mitnehmen. Kohle ist natürlich total unwichtig. Trotzdem baue ich einer ab. Weil ich es kann. Und weil sie so ein bisschen im Weg war vor dem Eisen. So, hier ist. Da ist noch Eisen. Ich hab's doch gewusst. Und bevor man das Eisen abbaut, natürlich erstmal 10.000 Steine und Kohle abbauen. Hallo, fall nicht in die Lava. Achso. Ich dachte gerade schon. Halleluja. 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 Hallo, wo gehen wir lang? Da lang? Sie da hoch? Alter. Bello, wo willst du hin? Wo ist sie denn? Da bist du. Warte, da. Oh, das ist ja Eisen. Das habe ich natürlich auch nicht vor hier gesehen. Nee, nee. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Ihr könnt mir doch vertrauen. Ihr könnt doch in meinen Van steigen. Ich habe Süßigkeiten. Freie Süßigkeiten. Ab sofort heißt es nicht mehr Freiheit für Tibet, sondern Freiheit für Süßigkeiten. Freiheit für Süßigkeiten! Und wo jetzt hin? Darauf! Okay! Da unten lang, okay. Bello, wenn du es sagst. Was haben wir denn hier? Naja, nicht was ganz so Ungefährliches. So, und hier ist auf jeden Fall erstmal Redstone. Ah, Redstone. Ah. Mag Redstone. Ich kann das nicht gut imitieren. Zuvor Scheiße. Ach, ich höre schon wieder Zombies. Die mag ich doch gar nicht. Sollen doch hier mal alle weggehen. So, Fackeln ins Inventar. Ja, Bello teleportiert sich auch wieder und jagt mir einen Heidenschreck ein. Nein, eigentlich nicht. Das ist natürlich ja so. Ich habe sofort erkannt, dass es mein Bello ist, ne? Ja! Mensch, Zombie! Schön sterben, ne? Ja, das macht Spaß, ne? Ja! Okay. Bello aus der Dunkelheit. Also meine Werkzeuge einfach fast alle kaputt sind, ne? Und das Problem ist, meine Spitzhacke reicht nicht mehr lange.
Nee, ich habe auch kein Holz dabei, um mir eine neue Workbench zu bauen und mir aus dem Material, was ich noch im Inventar habe, eine neue Spitzhacke zu bauen. Also entweder jetzt kommen gleich Diamanten oder der Trip hat sich nicht ganz so wirklich gelohnt. Ich meine, Trips lohnen sich natürlich immer. Oh, Bello! Oh, dein Schwanz ist schon ganz weit unten. Ich sollte dich mal ein bisschen heilen. Weit ist der jetzt oben? So. Ist ein bisschen hoch. Ja, durch nacktes Fleisch, durch einen Schwanz des Hundes höher. Man merke sich dies bitte. Ich gehe jetzt mal hier links lang. Hier ist ja. Hier ist ein Loch. Ist ja nirgendwo etwas. Außer leere Gänge natürlich. Aber das passt ja gut zu meinem leeren Gehirn. Hier kann ich jetzt gerade auch mal Stein abbauen. Hat Stein. Ich meine natürlich Gold. Gold ist natürlich schon ein begehrter Rohstoff. Oh, ich habe das Gefühl, hier geht es immer nur im Kreis. Finde bestimmt gleich schon nicht mehr raus. Und Bello, müssen wir gerade nach unten. Ah. Oh, lol. Dann leckt's ja auch noch. Irgendwo muss hier ein Diamant lauern. Ach, hier kommen wir wieder hin zurück. Aber wo? Schrie das Klo. Naja, wohl eher nicht. Mysteriös. Ich weiß wirklich nichts, wo, wann, wie und warum ich Diamanten finden kann. Und draußen auf der Straße hupt gerade jemand. Bestimmt jemand geheiratet. Freue mich für die. Nicht. Wo geht es weiter? Gut, an meinen Opernkünsten muss ich mal. Hallo, Skelett. Müsste ich noch ein bisschen feilen? Der Nagelfeile. Tau! Aha! Stirb! Und ich sage das an mit totalem Enthusiasmus. Und hier ist auch kein Diamant drin, aber zwei Musikdings. Not bad! Sagte das Bad. Das Bad Bad. Wer kennt es nicht? Entweder ich meine jetzt das böse Bad. Bad meine ich natürlich. Ich meine das böse Bad. Oder ich meine das Bad von Batman. Oh, jetzt wird's kompliziert. Badception. Wobei dieser Witz mit Inception auch schon ein bisschen ausgenudelt ist. Ach, nein, wir haben einfach. Nein. Ach, jetzt müssen wir das hier schon beenden. Wieso habe ich mich denn so schlecht darauf vorbereitet? Ja, Bello, komm. Piss dich. Nicht an. Piss lieber einen Hydranten an. Genau, ich muss noch einen Hydranten bauen. Extra für Bello. Wobei, in Minecraft einen Hydranten bauen? Ja, aus Nether Sound vielleicht. Oh, das war schon besser. Ich habe wieder das Gefühl, dass. Hallo. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich hier wieder im Kreis gehe. Da runter und dann hier lang und gang. Genau. Ich weiß immer, wo es lang geht. Ich habe einen Kompass. Stimmt, ein Kompass, das wäre auch keine schlechte Idee. Strich eine Karte und dann erkunden wir mal die Fernen von. Wo komme ich denn her? Von hier? Ja, genau. Oh, Alter, um auch zu laggen, du Scheißspiel. Na gut, ich weiß jetzt zurück den Weg zurück. Und man sieht sich auch beim nächsten Mal. Haut rein.